Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo alle da draußen. Diesmal haben wir wieder ein tolles, interessantes Thema für euch herausgesucht. Und zwar, was zeichnet einen robusten Kinderschuh aus? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns dann also gleich. Also bis später. Hallo. Ich bin Babette, ich habe seit 14 Jahren ein eigenes Kinderschuhgeschäft in Leipzig und nehme in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen mal diverse Themen aufs Korn, die uns hier im Laufe eines Verkaufsgespräches zugetragen werden, und zu denen nehmen wir halt mal hier Stellung. Diesmal geht es um den Begriff eines robusten oder die Ausdehnung des Begriffes, was ist ein robuster Kinderschuh? Was zeichnet diesen aus? Worauf sollte ich nach Möglichkeit achten, wenn ich also hingehe und sage, ich möchte gerne was Robustes für mein Kind haben? Natürlich ist es generell erstmal so, wenn Eltern sich dazu entscheiden, einen neuen Schuh zu kaufen, setzt man diverse Prämissen. Wie soll er sein? Welche Farbe soll er haben? Soll er nur schick aussehen? Soll er wasserdicht sein? Für welche Witterungsverhältnisse soll er jetzt also praktisch optimiert passen? Und da scheidet sich natürlich dann immer, ich sag mal, so stellen wir es zumindest fest im Laufe der Fachgespräche, die wir dann führen mit unseren Kunden, dass viele immer nur meinen, ein glattes Leder wäre robust. Dem stimme ich erstmal im Großen und Ganzen zu. Aber, es gibt wie überall immer ein Aber, ein Glattleder hat natürlich immer den Vorteil, dass es einfacher zu pflegen ist und dass es auch eine gewisse Dicke zum Beispiel mit hat. Ein Velourleder, ein Nubukleder sind meistens immer etwas dünner gehalten. Sie fassen sich auch immer etwas weicher an. Das hat aber was mit der Struktur des Leders zu tun und weniger mit der Dicke. Wie gesagt, von vielen Eltern wird immer ein Glattleder favorisiert im Sinne von Robustheit. Ganz einfach, weil sich das einfacher reinigen lässt. Allerdings hat jedes Glattleder den großen Nachteil, dass man dort jeden Kratzer sieht. Und das natürlich insbesondere, wenn ich den Schuh nicht pflege. Ein schöner Used-Look kann auch mal gediegen aussehen, aber dass solche Schuhe dann schnell mal verratzt aussehen. Weil hier ein Glattleder möchte gepflegt werden, ein Glattleder möchte auch farblich aufgefrischt werden. Ansonsten sieht es sehr schnell verratzt und verschlissen aus. Das muss man einfach so sagen. Und wer immer nur denkt, ein Glattleder ist das Bessere, dem muss ich leider auch immer mal mit sagen, so schlecht sind die Velour- und Nubukleder von heute nicht mehr. Das heißt also, ein Velourleder ist ja sowieso von der Struktur her immer etwas dünner, weil es ja die Fleischseite ist vom Leder. Und das also bedeutet, dass meistens immer schon mal ein Spaltleder vorliegt. Eine Lederhaut wurde also hiermit gespalten. Ich bekomme ein Oberleder, ein Glattleder, und ich bekomme also auch diese Fleischseite nochmal mit zur Verarbeitung, und die ist natürlich immer etwas weicher. Ganz einfach, weil natürlich auch so ein Velourleder ist natürlich, ich sag mal, von der Struktur her ein bisschen schwammiger, nicht so fest von der Oberfläche her wie ein Glattleder. Ganz einfach, weil das Glattleder ja irgendwo eine geschlossene Narbenseite hat. Das bleibt immer ein bisschen offenporiger, ist leicht faseriger, auch von der Struktur her, und dem zufolge natürlich für viele nicht ganz so robust. Einzig allein den großen Farbvorteil hat es auf jeden Fall. Diese Leder sind meistens durchgefärbt. Das heißt also, die Kratzer, die ich beim Glattleder sehe, habe ich hier nicht. Und zum anderen kann ich natürlich auch diese Schuhe mal richtig schön mit einer Handwaschbürste und etwas klarem Wasser bearbeiten, wobei ich immer die Empfehlung gebe, bitte haltet nicht die Schuhe unter den Wasserhahn, sondern macht immer nur die Bürste nass und reinigt damit das Leder. Also, unter dem Begriff Robustheit, gerade im Sinne beim Oberleder, kann es verschiedene Prämissen geben. Robustheit bei der Sohle bedeutet natürlich immer, ich habe entweder ein kerniges Profil oder ich habe wie hier eine richtige Stoßkappe, die den Schuh schützt, weil ich habe einen kleinen Deifel zu Hause, eine Ronja Räubertochter oder ein Daniel Düsentrieb, der ansonsten immer alles klimperklar kriegt. Ja, und wo jetzt zum Beispiel auch Laufrad, Bobbycar sozusagen seine Spuren hinterlassen. Ja, also dann wäre natürlich in diesem Fall ein Schuh mit Stoßkappe auch in meinem Sinne
äußerst robust, weil er verhindert oder die Stoßkappe verhindert zum Beispiel, dass sich hier schnell Abnutzung zeigen, so wie es hier ist. Dann habe ich zwar eine sportliche Sohle mit einer hochgezogenen Spitze, aber ganz so robust wie eine Stoßkappe ist das natürlich nicht. Also es gibt immer so das abzuklären, was will ich, was brauche ich, welche Voraussetzungen sollte der neue Schuh für mein Kind haben. Und wenn ich das im Allgemeinen weiß, dann machen die Verkaufsgespräche auch hier wieder richtig Spaß. Es gibt halt nicht diese eierlegende Wollmilchsau, die wie die Mamis meistens manchmal gerne so wollen oder hätten. Ja, also ein Schuh, der zu allem passt, der Sommer wie Winter tragbar ist und in der Übergangszeit wasserdicht und trotzdem atmungsaktiv. Das sind so viele Attribute. Das schaffen die wenigsten. Ja. Atmungsaktiv sind sie natürlich trotzdem alle, aber man muss natürlich auch immer wieder sagen, man muss es den jeweiligen Witterungsverhältnissen angepasst sehen. Und natürlich sind auch gerade im Herbst die Futterstoffe immer etwas wärmer, angerauter als im Frühjahr, Sommer. Dessen sollte man sich ganz einfach bewusst sein und dann steht auch demzufolge dem nächsten Schuheinkauf nichts mehr im Wege. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ein Gruß an alle Abonnenten, die das ja sowieso schon wahrscheinlich immer im Vorfeld als Mitteilung bekommen, wenn das Schuhvideo wieder ein neues Video eingestellt hat. Alle anderen kann ich bloß immer sagen, bleibt schön neugierig und schaut immer mal rein. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.